Hallo, Datu! Salu hat die Tatze des schwarzen Jägers. Ja, das habe ich erwartet. Salu war immer das Schnellste. Nun denn, hier ist die zweite Aufgabe. Es ist die Prüfung der Schwäche. Jeder Krieger wird seine eigene Aufgabe erhalten. Eine, von der er am wenigsten versteht. Ich werde Salus Weisheit auf die Probe stellen und Hakekes Fähigkeiten der Fährtensuche. Die Weisheit, das ist ja gemein. Das ist ja großartig. Ist dir das ganz allein eingefallen? Es ist der einzige Weg, um herauszufinden, wer über seinen Schatten springen kann und wer nicht. Geh zu Salu und sag ihm, dass ich ihn zu sehen wünsche. Ich werde ihm drei Fragen stellen und sehen, ob seine Weisheit ausreicht, sie mir zu beantworten. Wenn er es schafft, soll seine Prüfung bestanden sein. Das ist aber schwer. Hier, das machen wir später, ne, mit dem Garcia. Erst geht mal hier den Aufgabendingens durch. Damit wir auch, ja, Hallmackenreuter werden. So, wo ist er denn, der Knabe? Da steht er ja. Nee, Potaka. Wo ist denn der Salu? Hallo? Ach, Alter, ist der lahm. Ich dachte, der ist der Schnellste. Nun kommt die Prüfung der Schwäche. Chaka Datu wünscht dich zu sehen. Du sollst ihm deine Weisheit beweisen. Er wird dir drei Fragen stellen. Chi, ich wusste, dass so etwas kommt. Aber ich habe vorgesorgt. Jetzt kommt's. Genau für diese Aufgabe habe ich dich als meinen Hallmark erwählt. Aha. Ich habe doch keine Ahnung, was Datu wissen will. Ich habe vollstes Vertrauen in dich. Oshi, der Shaganumbi. Was du nicht schaffst, hätte Potaka und ich auch nicht geschafft. Na gut, das stimmt natürlich. Du klingst ja sehr entspannt. Ich dachte, du willst Häuptling werden. Du bist mein Hallmark. Wenn du zweifelst, entehrst du mich. Verstehe. Dann geh mal rüber zu Datu. Nein, warte. So kannst du doch nicht dahin gehen. Ich soll doch die Fragen beantworten. Ah, das habe ich mal fast gedacht. Verstehe, ich soll dich mit einer Voodoo-Puppe übernehmen. Ja, Malaika wird uns eine bauen. Das kann ich selbst. Wirklich? Ja, ich schätze, du hast dir nicht den schlechtesten Hallmark ausgesucht. Uwamba, jetzt bin ich beeindruckt. Besser nicht so überheblich. Noch hast du die Puppe nicht. Ich setze ganz auf deine Hilfe, wenn es nicht klappt. Du brauchst mich dafür nicht. Malaika wird dir helfen. Natürlich. Gib mir eine Haarsträhne von dir und ich baue eine Voodoo-Puppe. Na gut. Aber wenn du nicht genau weißt, was du da tust... Dann gehe ich zu Malaika, klar. Gib schon her, ich mach das schon. Hier hast du mein Haar. Geh und bau die Puppe, Hallmark. Schönes Haar ist mir gegeben, lass es leben. Mit Voodoo. Wo ist denn hier eigentlich der... Wir brauchen noch den Voodoo-Schrein. Ach, was mit der hier eigentlich? Ich hoffe, Kuraka geht es gut. Ach ja, du bist das. Ja, natürlich. Ich vergesse die immer wieder. Wo ist denn hier ein Voodoo-Schrein? Mit dem Kessel können wir nichts anfangen. Ich bin kein Alchemist. Das stimmt. Ach, der ist ja da hinten. Hätte ich ja... Ja, habe ich vergessen. Uwamba! Tabonga Gucho Halima. Ja, genau, du mich auch. Wir basteln uns jetzt ein flottes Püppchen, da haben wir eigentlich genug dabei. Müssten wir eigentlich, und dann können wir den Salu übernehmen. Ach, hier baut man auch den Kram. Salus Haar. Haben wir alles dabei. So, Salu, dann komm mal ran. Erstmal müssen wir natürlich Inventar, Ausrüstung, rechte Hand, Voodoo-Puppe Salu. Speichern! Und jetzt bin ich gespannt. So, geht's denn? Hallo, Bones! Ja. Auch du wirst in den Untergang gehen, wenn du nicht auf
auf mich hörst. Woher willst du das denn wissen? Ich sehe alles. Tatsächlich? Ja, ich sehe, dass du den Körper von Salu übernommen hast. Oh. Und jetzt prüfst du, ob dich auch keiner erkennt. Oh. Wow. Du bist gut. Wie hast du das bloß herausgekriegt? Ich habe gesehen, wie du die Voodoo-Puppe benutzt hast. Schön. Finde ich gut, dass so eine Scherze mit eingebaut wurden. Na, wie sehe ich aus? Wie ein richtiger Mann. Ach, und wie sehe ich aus, wenn ich in meine eigene Haut stecke? Wie ein Gucho. Verstehe. Gemein. Hey, Potaka, ich lach dich ein bisschen aus. Capo, Gucho. Sei vorsichtig mit Salus Körper. Ach, die wissen das hier alle. Aber andererseits, es ist ja kein Schummeln. Es ist ja quasi auch eine Art Weisheit, dass wir Voodoo benutzt haben. Na du? Ono palavat, Salu. Samo motao bambule. Ich sehe schon. Du magst Salu nicht besonders, was? Yalla, yalla. So, Entschuldigung, ich musste gerade niesen. Da habe ich mich mal ganz kurz gemutet. So, können wir hier mit den Leuten quatschen? Hey du, Capo, Gucho. Ey, Bambule, Bambule. Was? Er ist tot? Verstehst du nicht, ne? Hau ab, Mann. Ach, wie geil. Finger weg. Die Knarre gehört mir. Geh wieder zurück zu deinen Leuten. Ja, ja. Verstehst du nicht, ne? Ich habe keine Zeit für dich. Komm wieder, wenn du Häuptling bist. Natürlich. Verschwinde, Molucke. Ach, die sind alle so freundlich hier. Nachdem wir sie in unserem Dorf aufgenommen haben, einfach eine Pracht. Du, Molucke, du nix mit mir quatschen. Geht das auch ein bisschen freundlicher? Molucke, nix mit mir quatschen. Bitte. Geht doch. Macht irgendwie sau Spaß, die Leute voll zu quatschen. Finde ich auch echt gut, dass da sowas mit eingebaut haben, dass man die Leute ja ein bisschen mit denen rumquatschen kann und so ein paar Späße eingebaut und so. Hallo, du! Uwamba, Palavadare? Shi, Miaga, Hoshi, ne, Tonak, Tanko, Tonka? Ja, genau! Hm? Ach, vergiss es! Oh, hallo Trutan. Achso. Waffe ziehen können wir nicht. Naja, schade. Salu. Oje. Redest du mit mir? Katonka Maloche. Mir Yala Hasaka. Maloche? Nee, lass mal, Mädchen. Ich habe schon schwer zu tun. Motao Salu. Kaono Hoshi. Ich geh dann mal lieber. Wir sehen uns. Ach schön. Maloche, Maloche. So, haben wir jetzt alle voll gequatscht? Ich glaube, die da hinten noch nicht. Dann sind wir aber auch durch. So viel Zeit muss einfach sein. Hallo, Kenan. Oh. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann gehen wir jetzt zur Prüfung. Speichern kann ich leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Hallo, Datu! Na endlich. Warum dauerte das so lange? Ich hatte noch etwas zu erledigen. Kein guter Anfang. Naja, ich bin trotzdem schneller als der andere. Stelle mir die drei Fragen der Prüfung der Schwäche. Was soll das? Keine standesgemäße Begrüßung? Wo sind deine Manieren, Salu? Muss ich jetzt erst eine Knicks machen oder so? Du redest schon wie dein Hallmack. Keine gute Wahl. Dieser Gucho hat einen schlechten Einfluss auf dich. Ach komm, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Schluss damit. Lass uns nun deine Weisheit prüfen. Na, da bin ich mal gespannt. Kurz im Busch verschwinden, mach mal nicht. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Also, hier ist die erste Frage. Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nicht? Feuer! Was verschlingt alles, was es berührt, aber ist doch nichts? Das Licht verschlingt ja nichts. Die Finsternis verschlingt
eigentlich alles und das Meer verschlingt nicht zwingend alles. Also eigentlich ja die Finsternis. Die Finsternis? Ja, die Antwort ist richtig. Aber die Frage war auch nicht besonders schwer. Oh oh. Wie lautet die zweite Frage? Oh oh. Was kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Kann nie verliehen oder verdient werden, wird aber oft verschwendet. Die Ehre kann verdient werden. Verliehen oder verdient werden. Das Leben wird verschwendet, die Zeit wird verschwendet, der Tod wird ja nicht verschwendet. Also eigentlich die Zeit. Kann nie verliehen oder verdient oder verliehen werden. Das Leben wird verschwendet und die Zeit ist ja eigentlich das Gleiche. Die Zeit. Gut, das ist richtig. Stell mir deine dritte Frage. Was essen die Toten? Und wenn es die Lebenden essen, sterben sie eines qualvollen Todes. Giftige Pilze, Dreck. Die Seele? Ja, nichts eigentlich. Die Toten essen nichts. Und wenn die Lebenden nichts essen, sterben sie. Nichts. Ja, deine Antwort ist weise. Ja, das stimmt. Okay. War's das jetzt? Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Ich sehe die Prüfung der Schwäche als gemeistert an. Gut gemacht, Salu. Ah ja, sehr schön. Geh nun. Ich werde sehen, wie es um Hakekes Prüfung bestellt ist. Ja, vielen Dank. Weise sind wir jetzt auf jeden Fall. Ach, Gott sei Dank bin ich da durchgekommen, ohne mich zu blamieren. Fällt mir gerade ein kleiner Stein vom Herzen. Ich dachte, jetzt kommen sonst irgendwas. Diese Standardfragen, was geht am Morgen seines Lebens auf einem Bein oder nee, auf vier Beinen und bla bla bla, das Übliche halt. So, hallo ich. So, Zalu, alles geschafft. Ich habe Datus Fragen beantwortet. Und was sagt er? Alles gut, ich habe die Prüfung für dich bestanden. Gut gemacht. Dann lass uns gleich die letzte Prüfung vornehmen. Hakeke hat die zweite Aufgabe erfolgreich gemeistert. Verstehe. Dann wird's jetzt spannend. Ja. Geh zu Datu und lass dir die letzte Aufgabe geben. Woher will denn der wissen, dass Hakeke die Aufgabe erfolgreich gemeistert hat? Wir waren doch die ganze Zeit in seinem Körper, der hat doch nichts mitbekommen. Und jetzt haben wir den gleich angequatscht, als wir ihn wieder released haben. Das ist doch Blödsinn. Und die erste Aufgabe haben wir gemeistert, nicht Hakeke. Wir liegen also immer noch einen Punkt im Vorsprung. Ono, Takabo. Hallo, Datu. Salu will seine nächste Aufgabe. Nun denn, hier ist die letzte Prüfung. Es ist die Prüfung der Stärke. Beide Herausforderer sind große Kämpfer. Ein jeder der Beste in seiner Kampfart. Der eine im Kampf Mann gegen Mann, der andere im Kampf mit dem Wurfspeer. Ein Kräftemessen wäre immer unfair, auf die eine oder die andere Weise. Ja, das stimmt. Und wie können wir das machen? Wie willst du dann herausfinden, wer der Stärkere ist? Ich habe entschieden. Die Herausforderer werden ihr Können in der Auswahl der richtigen Waffengefährten unter Beweis stellen. Die beiden Hallmaks werden gegeneinander kämpfen. Ich hab's geahnt. Geht und bereitet euch darauf vor. Der Kampf wird auf dem Ritualplatz stattfinden. Das war so klar, das war so klar, das war so klar. Als hätte ich's nicht gewusst. Naja gut, dann gehen wir mal. Wo ist denn hier der Ritualplatz? Ich habe doch keine Ahnung. So, da latscht einer. Hey, Zalu! Und? Was hat Datu gesagt? Ein Zweikampf zwischen euren beiden Hallmarks soll die letzte Prüfung entscheiden. Hm, das ist eine ehrenvolle Aufgabe für dich. Wenn du das sagst. Ein Kampf um die Ernennung des neuen Chaka. Was kann mehr Ehre bedeuten? Na schön, aber das heißt nicht, dass es mir gefällt. Gut, dann geh und besiege Hallmark Daiki. Aber gib Acht, Daiki ist sehr flink. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo hier... Wo müssen wir denn hin?
Wo ist denn dieser komische Ritualplatz? Ist der hier im Dorf überhaupt? Ist der vielleicht da oben? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Schauen wir noch ganz kurz im Logbuch. Das Erbe, das Chakadatu. Die letzte Prüfung auf der Karte markieren. Ah, der ist da hinten irgendwo. Daiki. Datu, Daiki. So, wir müssen also da hinten hin irgendwie. Naja, dann hätten wir im Dorf ja lange suchen können. Verlassen wir das ganze Ding mal. Hauptsache, wir haben Chani dabei. Die darf uns diesmal nicht verloren gehen. Die muss uns heilen. Und den Rest werden wir schon irgendwie gebacken kriegen. Gebacken. Ich mag Gebackenes. Oh, ich würde jetzt gerne mal was gebacken kriegen. So einen leckeren Kuchen. Okay. Und hier soll der Ritualplatz sein, oder wie? Ach, da oben wahrscheinlich bei den Ruinen. Ach Mensch. Hä? Was machen die denn hier? Geh deines Weges, Pirat. Hä? Du wirst mich nicht bezwingen, Pirat. Ach ja? Das werden wir noch sehen, Hallmark des Hakeke. Das werden wir. Ich erwarte dich auf dem Ritualplatz. Ja, folge dem zum Ritualplatz. Das machen wir natürlich auch gleich. Ach so, warte, bevor wir jetzt hier so unnütz rumlaufen. Wir müssen natürlich wissen, wo der Ritualplatz ist. Gehen. Wir gehen. Du und ich Hand in Hand ins Morgenland. Die standen doch die ganze Zeit nur im gleichen Ort da unten. Ach, das ist gar keiner. Wir bleiben zusammen. Wir bleiben für immer zusammen, Daiki. Du bist mein Sweetheart. So, ich speichere nochmal eben. Schaden kann es ja nix. Und dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Ah, also doch da oben. Dann speichere ich hier nochmal, da müssen wir nicht so lange Weg zurücklegen. Komm mit mir. Jetzt werden wir sehen, was du kannst, Gucho. Ich kann nicht viel. Schluss mit dem Unsinn, genug geredet. So gut bin ich auch nicht. Hä? Genug geredet? Hä? Hm? Ja, und ich hoffe, das ist jetzt die letzte Aufgabe. Ich habe die Schnauze langsam voll. Was sagst du? Willst du mich beleidigen? Nein, ich meine, ja. Egal. Hau rein, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir haben die Waffe nicht ausgerüstet, fällt mir jetzt gerade auf. Rechte Hand, das fällt mir aber früh auf. Ich will Blut sehen. Los jetzt! Ich will Blut sehen! Durch die Milz! So, komm, Junge! Komm schon! Ich habe verloren? Yep, sieht wohl so aus, mein Freund. Ich gehe zu Hakeke und werde ihm sagen, dass ich versagt habe. Ach, das tut mir leid. Komm, sagen wir zuerst ihm Bescheid, dann sagen wir Datu Bescheid, dann sind wir alle happy. Ich habe Hakekes Heimat besiegt. Ah, das ist... Ja, das ist gut, ne? Ich gehe jetzt zu Datu und sag ihm, dass er dich endlich zum Häuptling machen soll. Ich habe jetzt genug von dem Unsinn. Ja, tu das. Ich warte hier. Natürlich. So, jetzt wird's aber Zeit. Wir müssen ja auch mal mit der Story weiterkommen. Wir können uns ja nicht um jeden Scheiß kümmern. Pasavi Palava. Ja. Unu Palava. Keine Zeit. Hallo, Datu. Ich habe Hakekes Heimat besiegt. So sei es. Es ist entschieden. Ein neuer Häuptling ist gefunden. Möge seine Weisheit und Stärke unser Volk ins Licht führen.
Natürlich. Weise Entscheidung. Es war nicht meine. Das Schicksal selbst hat meinen Nachfolger gewählt. Doch nun zu dir. Du hast Mut und Kampfkraft bewiesen. Nun gehört dir das Symbol des Chakahalmax der Marakai. Trage es mit Stolz. Es ist eine große Ehre für dich. Der Schädel. Ach, jetzt kriegen wir den Schädel. Ich werde das Symbol deines Sohnes in Ehren halten. So ist das Recht. Die Geister der Ahnen mögen dich beschützen. Hier hast du es. Und nun geh in Frieden. Chakahalmak der Marakai. Na also, da ist das Ding. Mächtiges Artefakt. Ich beneide dich um die Ehre, es tragen zu dürfen. Du kannst ja mich tragen, hast du indirekt daran teil. So, Garcia machen wir auch gleich. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zu unserem... Chico Maloche? Hoshi, Maloche, Maloche, Hoshi. Hoshi muss die ganze Zeit malochen, mein Freund. Uno Maloche.